Gut, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich werde Ihnen in den nächsten 30 Minuten kurz etwas erzählen über eine Tablet-Applikation, die wir zurzeit zusammen mit der BLS entwickeln und die komplett auf Open-Source-Basis eigentlich entwickelt wird. Bevor ich aber auf die Details dieser Applikation eingehe, möchte ich zuerst noch zwei, drei Worte zum Thema Mobiltechnologie im Enterprise-Umfeld verlieren. Und zwar ist es ja so, dass wir im Mobile-Bereich eigentlich einen interessanten Trend haben. Und zwar ist es der, dass heute die Consumer-Geräte den Takt angeben. Das hat spätestens mit dem iPhone 2007 eigentlich angefangen. Das iPhone war und ist bis heute primär ein Gerät, das für Endkunden, also Consumer, gedacht ist und nicht aus der Business-Ecke kommt. Vorher war es anders, oder? Sie erinnern sich, die Blackberries. Das hier ist jetzt, glaube ich, das ist ja ein Modell, das ungefähr zeitgleich mit dem iPhone erschienen ist. Sie erinnern sich an die älteren Geräte, die da noch das Drehrad auf der Seite hatten. Und bis zu diesem Zeitpunkt war es eigentlich so, dass die Business-Geräte den Takt angegeben haben. Und irgendwann ist das dann auch in den Consumer-Markt eingeflossen. Noch viel stärker ist das eigentlich heute bei den Tablets der Fall, als das Apple iPad 2010 präsentiert wurde. Wurde das enthusiastisch gefeiert als technische Revolution und so weiter. Und eigentlich ist es das überhaupt nicht. Tablets gibt es schon, das ist das älteste, was ich gefunden habe im Netz, seit 1989. Dieses Teil hier war der erste kommerziell erhältliche Tablet-Computer. Er lief auf MS-DOS und hatte eine Zusatzsoftware für die Handschriftenerkennung. Es gab damals in diesem Bereich einfach noch nicht wahnsinnig viel Alternativen. Und Microsoft hat dann eigentlich sehr lange, eigentlich schon seit 1995, versucht, Windows auf die Tablets zu bringen. Sie erinnern sich, Windows XP Tablet Edition 2001 mit Stiftbedienung. Da gab es diese Convertibles bereits, die man zuklappen konnte. Sie waren einfach noch so dick. Und die Tablet PC Edition, die hat eigentlich nie recht Erfolg gehabt. Die Software und die Bedienung war schlicht einfach zu wenig angepasst an die Bedienung mit dem Stift. Das heißt, der Erfolg ist weitestgehend unter den Erwartungen geblieben. Heute sind wir eigentlich so weit, dass wir sagen können, okay, diese Mobiltechnologie, die ist jetzt wirklich enterprise-ready. Man sieht das unter anderem daran, dass immer mehr Firmen eigene App-Stores bauen, wo sie eigene Applikationen für die Geräte vorbereiten und deployen können. Und das ist für mich schon ein recht deutliches Zeichen. 2013 hat Gartner vorausgesagt, dass 2017 ein Viertel aller Firmen einen eigenen App-Store haben wird. Und man sieht es auch relativ oft, diejenigen von Ihnen, die Zug fahren, wissen, dass diese schönen roten Klötze inzwischen ersetzt worden sind durch handelsübliche Samsung-Smartphones. Also was Sie vorher mit spezialisierter Hardware, mit Embedded-Technologie entwickelt haben, wird heute eigentlich mit Standard-Konsumergeräten ausgeführt. Und das ist natürlich sehr interessant aus Kostenseite, weil diese Geräte kosten viel weniger, weil sie in viel größerer Stückzahl produziert werden können. Also wenn man sich so überlegt, die modernen Tablets, was haben die für Eigenschaften im Vergleich ein bisschen auch zu früher, ist sicher, die Batterielaufzeit ist heute wesentlich besser, als man dies mit diesen 89er Geräten wohl erreichen konnte. Sie sind natürlich viel leichter, viel dünner und sie kosten viel weniger, weil, wie eben gesagt, das Massenmarktprodukte sind, die in sehr großen Stückzahlen produziert werden. Was sich aber auch verändert hat, das sind die Erwartungen, die die Nutzer jetzt auch im Enterprise-Umfeld an Design und Usability haben. Also sie können nicht einfach ihre herkömmliche Fachapplikation dort reindrücken. Das muss so daherkommen, wie es sich die Leute gewohnt sind. Also einfache Bedienung, Verständlichkeit, ansprechendes Design, das sind heute wichtige Faktoren, wenn sie in diesem Bereich unterwegs sind.
Jetzt möchte ich eben auf dieses Projekt LOPAS eingehen. LOPAS, das heißt Lokpersonalassistenz für die BNS. Ich habe im Programm gesehen, da steht noch was von Zugbegleitern. Zugbegleiter sind nicht dasselbe wie Lokführer. Die Lokführer fahren und die Begleiter, das sind die Begleiter. Hier geht es um die Lokführer. Puzzle hat schon die Gelegenheit gehabt, eigentlich bei der ersten Applikation mitzuarbeiten. Bis anhin arbeiten die Lokführer der BLS mit einem Windows-Netbook. Und auf diesem Windows-Netbook läuft ein Java Swing Client, mit dem diese Funktionalitäten abgedeckt werden, die ich Ihnen gleich noch erläutern werde. Was jetzt eben in Entwicklung, in Planung ist, ist eine Portierung oder beziehungsweise eine Neuentwicklung auf der Basis von einem AngularJS. Und die wird dann auf Android-Tablets ausgeliefert. Das Problem, das man hat im Moment mit den Netbooks, ist, sie sind end-of-life, man kriegt sie nicht mehr. Netbooks sind nicht mehr wirklich aktuell und der Hersteller liefert auch keine Ersatzgeräte mehr. Das heißt, es steigen ständig Geräte aus und die Reserven sind bald zu Ende. Was machen die Lokführer damit? Lokführer fahren nicht den ganzen Tag mit dem gleichen Zug. Also ich als naiver Bahnkunde, der keine Ahnung hat von diesem Business, habe mir da nie Gedanken gemacht, aber ich habe gedacht, am Morgen steigt der Lokführer in den Zug, mit dem fährt er den ganzen Tag rum und am Abend kommt er durch Magie wieder an den alten Ort zurück, steigt aus und geht nach Hause. So ist es nicht. Die wechseln die ganze Zeit den Zug. Und sie müssen auch immer wieder Vorarbeiten leisten. Also sie müssen irgendwo einen Zug aus einem Depot holen, den dann auf ein Gleis führen, dort noch Wagen anhängen, dann auf ein anderes Gleis rangieren. Dort können sie dann Leute einladen und weiter geht's. Also es ist relativ kompliziert. Diese Touren, die die Lokführer machen, sind relativ, die wechseln wirklich x-mal am Tag das Fahrzeug. Das heißt, sie müssen wissen, wann sie wo sind, wo sie was tun müssen. Also wenn sie zum Beispiel eben eine Komposition aus einem Depot holen oder eine andere ins Depot bringen müssen. Das ist der Dienstplan, das ist der eine dieser Use Cases. Der zweite, das ist die sogenannte Zugfahrordnung. Da geht es darum, dass auf einem bestimmten Streckenabschnitt bestimmte Dinge beachtet werden müssen. Das ist zum Beispiel mal primär die Geschwindigkeit. Es gibt Höchstgeschwindigkeiten, die auf bestimmten Streckenabschnitten nicht überschritten werden dürfen. Dann gibt es noch andere Spezialsachen, zum Beispiel gibt es sogenannte Schutzstrecken. Schutzstrecken sind Bereiche, wo man den Stromabnehmer deaktivieren muss, weil man sonst ein Problem mit dem Wechselstrom hat. Also Sie müssen quasi im Prinzip während der Fahrt den Stromabnehmer deaktivieren. Früher mussten Sie den wirklich herunterlassen in voller Fahrt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder herauflassen. Also auch da, man muss relativ viel tun. Diese Zugfahrordnung, die definiert ganz genau, wo auf welchem Streckenabschnitt was passieren muss. Dann gibt es noch den Nachtmodus. Wenn Sie in den Tunnel reinkommen oder auch sonst in der Nacht, blendet Sie das Gerät. Das heißt, Sie müssen sehr einfach und sehr schnell eigentlich auf einen Modus umschalten können, der Sie nicht mehr blendet. Kennen Sie auch vom Navi aus dem Auto. Die machen das zum Teil heute schon automatisch. Gut, diese Applikation, wie wir sie jetzt entwickeln, die werden auf Android-Tablets dann installiert werden. Jetzt, warum hat man sich für Android entschieden? Wenn Sie heute von Tablets reden und eben von Business-Applikationen, dann haben Sie im Prinzip die Auswahl zwischen drei Plattformen. Sie haben Apple iOS, Sie haben Android oder Sie hätten auch die Möglichkeit, Windows einzusetzen. Bei Microsoft ist es ja so, dass Sie für die Telefone, für die Mobiltelefone ein eigenes Betriebssystem haben, Windows Phone, und auf den Tablets im Prinzip ein normales Windows installiert werden kann. Es gibt inzwischen auch eine Version, die auf ARM-Prozessoren läuft, aber Microsoft versucht immer noch, Windows auf die Tablets zu kriegen, nach wie vor. Immer noch dieselbe Strategie. Ich finde sie nicht unbedingt blöd, aber darüber können wir dann im Café diskutieren. Jetzt ging es zuerst mal darum, auszuwählen, welche Plattform will man bedienen. Windows ist von vornherein eigentlich rausgefallen, weil die BLS entschieden hat, dass Windows auf Mobilgeräten nicht strategisch sei. Und deshalb hat man sich nur noch zwischen Android und iOS eigentlich unterschieden.
Und man hat dann eine relativ ausführliche Evaluation durchgeführt und man hat gesehen, dass punkto Anforderungen beide Systeme ungefähr gleich sind mit einer ganz leichten Tendenz zu Android. Entschuldigung. Was hat Android für Vorteile jetzt in diesem spezifischen Kontext? Einerseits sicher mal die Programmiersprache. BLS verwendet Java. Android wird mit Java programmiert, also ist man dann schon mal relativ nahe dran. Dann ein Aspekt, der auch relativ wichtig ist, ist das Management von Betriebssystem-Updates. Bei iOS-Geräten kommen die zentral von Apple, da kommt irgendein Pop-up und sie können das nicht unterdrücken. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass die Lokführer irgendwo mal ein OS-Upgrade machen. Aus Sicht einer businesskritischen Applikation wollen sie so etwas natürlich nicht. Deshalb müssen sie das zentral unterdrücken können. Der dritte Punkt, der für die BLS sehr wichtig war, ist der Supportpunkt. Sie wollen, dass man diese Geräte fernsteuern kann. Also wenn irgendjemand ein Problem hat, muss er den Support anrufen können und die müssen mit TeamViewer eigentlich übernehmen können. Das geht mit iOS-Geräten nicht. Und der vierte Punkt ist natürlich die Offenheit des Systems grundsätzlich. Auch iOS hat gewisse Vorteile. Wir haben schon eben diesen Aspekt der Updates angesprochen. Das ist der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist der der Sicherheit, weil das Apple-Universum ein geschlossenes System ist und dort viel weniger Möglichkeiten bestehen, irgendwie aus diesen Gefängnissen, die Apple da errichtet, auszubrechen. Das ist bei Android wesentlich einfacher. Ein weiterer Punkt ist, als Vorteil von iOS ist, die Updates des Betriebssystems sind viel besser planbar. Das heißt, man weiß relativ genau, wann ein bestimmtes Update erscheinen wird. Entwickler haben auch die Möglichkeit, das vorweg zu testen. Und bei Android, das ist eines der Hauptprobleme, die man heute hat mit Android, bei Android sind sie abhängig von den Release-Zyklen der Hersteller. Android muss für jedes Gerät neu gebildet werden und dann ausgeliefert werden. Und das dauert Monate. Bestenfalls, wenn es überhaupt jemals passiert. Weil wir sind immer noch im Consumer-Segment. Also Sie haben das Gerät verkauft, es bringt Ihnen nicht unbedingt etwas, jetzt noch Updates dafür zu liefern. Und man liest ja auch immer wieder so die gruseligen Schlagzeilen von an diesen Android-Sicherheitslecks, die einfach ungepatcht bleiben, weil gar nie ein Update vom Hersteller kommt. Im Moment, da ist diese Stage-Right-Lücke, die gerade aktuell die Gemüter belegt. Und dieses Problem haben Sie einfach bei Android. Sie sind dann davon abhängig, dass Ihr Hersteller, ob das HTC oder Samsung ist, für genau Ihr Gerät wirklich ein Update ausliefert. Man hat sich dann schlussendlich eben wirklich für Android entschieden. Die Hauptpunkte dort waren, man hat mehr Auswahl bei den Endgeräten. Die Geräte sind insgesamt günstiger und Sie können eben diese Betriebssystem-Updates zentral verwalten, sofern es sie daneben gibt. Dann hat man sich entschieden, dass man eine sogenannte Hybrid-Applikation entwickelt. Jetzt, was ist das genau? Wenn Sie heute eine Mobile-App entwickeln, haben Sie im Prinzip die Wahl zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten. Die erste dieser Möglichkeiten ist, Sie machen eine sogenannte Native-Applikation. Das heißt, Sie verwenden das offizielle Software-Development-Kit der Plattform. Sie entwickeln in der Programmiersprache, die dort vorgesehen ist. Bei Android, wie gesagt, Java, bei iOS ist das Objective-C und entwickeln dann wirklich etwas, das genau für diese Plattform funktioniert. Das heißt, Sie können alle Komponenten im Gerät ansprechen, Sie verwenden auch die User-Interface-Komponenten der entsprechenden Plattform und Sie haben einen großen Vorteil bei der Performance, weil das ist wirklich eine Applikation, die ist kompiliert, die läuft auf Ihrem Gerät. Sie können das auch anders machen. Sie können sagen, okay, wir brauchen keine App, wir machen einfach eine Web-Applikation. Da machen Sie, wie wir das kennen, HTML, CSS, JavaScript, alles ist komplett online. Deployment ist kein Problem. Sie deployen einfach die Applikation auf den Server. Der Nachteil ist, Sie haben relativ wenig Hardware-Funktionen, die Sie wirklich ansprechen können. Und Sie sind auch nur eingeschränkt offline-fähig. Man kann Web-Applikationen entwickeln, die auch offline funktionieren, aber das ist ziemlich trickreich. Insbesondere die Speicherung von Daten lokal ist relativ mühsam.
Interessanterweise war eigentlich ursprünglich auch nicht der Plan von Apple, dass man wirklich mit Apps fährt. 2007 hat Steve Jobs noch gesagt, macht Web-Applikationen und ihr könnt alles machen, was es braucht. Schon 2008 hat dann Apple das SDK für iOS freigegeben. Also man hat sich dort relativ schnell eigentlich umentschieden. Trotzdem, sie können eigentlich sehr viel machen mit Web-Applikationen. Die vierte Möglichkeit, die Sie haben, sind sogenannte Bridged-Hybrid-Frameworks. Dort ist eigentlich die Idee, Sie entwickeln quasi eine Native-Applikation, aber nicht mit dem offiziellen Software-Development-Kind, sondern mit einem anderen. Und der Vorteil dort ist vor allem der, dass Sie diese Applikation einfacher portieren können. Also Sie können dann eine Applikation schreiben. Zum Beispiel Xamarin behauptet, man könne dann 75% des Codes wiederverwenden, wenn Sie die Applikation von Android auf iOS oder zurückportieren wollen. Oder dann gibt es die vierte Möglichkeit, und das ist die, für die wir uns entschieden haben, das sind sogenannte WebView-Hybrid-Applikationen. Jetzt, was heißt das genau? Bei einer WebView-Hybrid-Applikation haben Sie im Kern eine Web-Applikation, wie man es kennt. Rundherum ist dann ein Wrapper, der diese Applikation in ein natives Gerüst einpackt. Und was Sie dann noch brauchen, ist eine sogenannte WebView-Komponente, das heißt im Prinzip eine Browser-Komponente, die diese Web-HTML-CSS-Sachen rendert und anzeigt. Und Sie brauchen dann noch Plugins, die mit der Hardware reden, also die mit dem Storage sprechen, Sensoren ansteuern, Push-Notifications aufs Gerät schicken und so weiter. Und jetzt in unserem Fall hat man sich für diese Lösung entschieden, und zwar mit Apache Cordova. Der Vorteil, den Sie hier haben, solche Applikationen sind grundsätzlich sehr einfach zu portieren. Im Prinzip, in der Theorie genügt es, sie neu zu bilden für eine andere Plattform und es funktioniert. In der Theorie. In der Praxis muss man dann schon noch das eine oder andere machen. Und das ist die Wiederverwendbarkeit, ist einer der Hauptvorteile, den Sie haben bei Hybrid-Applikationen. Der größte Nachteil, den Sie eigentlich haben, ist die Performance. Hybrid-Apps sind eindeutig auf den Vormarsch. Auch wieder Gartner hat prophezeit, dass 2016, also schon nächstes Jahr, die Hälfte aller Applikationen Hybrid-Apps sein werden. Eben Stichwort Wiederverwendbarkeit des Codes. Jetzt, als wir dieses Projekt begonnen haben, haben wir zuerst gesagt, wir machen eine reine Web-Applikation. Wir haben das auch probiert. Wir haben Proof of Concept gemacht mit einer reinen Web-Applikation, die läuft da hier im Browser. Und das hat eigentlich grundsätzlich auch ziemlich gut funktioniert. Es gab in der Praxis dann einfach ein paar Probleme, die in diesem Kontext halt doch schwerwiegend genug waren, sich dann anders zu entscheiden. Wir hatten zum Beispiel das Problem, dass die Screens sich abschalten. Das kennen Sie von Ihrem Tablet. Das ist relativ dumm, wenn das in der Lock drin passiert. Und Sie können das nicht unterdrücken in einer Web-Applikation, das funktioniert nicht. Man kann auch die Helligkeit des Bildschirms nicht verändern, aus dem Browser hinaus. Also man muss ins System gehen und dort dann die Helligkeit verändern. Auch das sind zu viele Interaktionen, als dass man das in diesem Kontext machen möchte. Dann wollte man das Storage verschlüsseln können, man wollte sicher sein, dass die Applikation offline wirklich hundertprozentig funktioniert. Und man hatte zusätzlich noch ein Problem mit der sogenannten adaptiven Lenkung. Die adaptive Lenkung ist ein System, das den Lokführern Geschwindigkeitsempfehlungen abgibt. Wir haben vorhin gelernt, dass die Höchstgeschwindigkeiten vorgeschrieben sind und dass das eben dann in dieser Zugfahrordnung drinsteht. Aber wie schnell ein Lokführer fährt, ist seine Verantwortung. Und jetzt kann der natürlich mit Maximalgeschwindigkeit losdonnern. Das Problem ist einfach, unter Umständen fährt vor ihm auf der Strecke ein Zug und er kommt ihm dann zu nahe. Und wenn er ihm zu nahe kommt, wird das System automatisch die Signale auf Rot stellen, damit die Distanz nicht unterschritten wird. Und was dieses System macht, ist, es berechnet abhängig von den Zügen, die voraus sind, eine Empfehlung, für wie schnell ein Lokführer fahren soll, damit er nicht stoppen muss. Weil einen Zug stoppen und wieder dann auf Höchstgeschwindigkeit zu bringen, dauert erstens lange und braucht zweitens sehr viel Energie. Die SBB rechnet damit, dass sie mit diesem System 10% der Energie einsparen können.
deshalb war es sehr wichtig, dass dieses System dann funktioniert. Man hat sich dann eben schlussendlich für Apache Cordova entschieden, also eine Web-Applikation, die eben mit einem solchen Framework in eine hybride Applikation verwandelt wird. Und die Hauptgründe dabei waren einerseits mal das Know-how. Man kann natürlich hier einfach mit Web-Know-how kann man da schon sehr viel erreichen. Und der zweite Grund war die Portierbarkeit, weil man nicht ausschließen kann, dass man sich dann doch plötzlich gegen Android und wieder für andere Geräte entscheidet. Zusammengefasst, wir haben hier eine businesskritische Applikation, die wir mit Open-Source-Technologien und offenen Standards realisieren konnten. Und das hat eigentlich bis jetzt soweit sehr gut funktioniert. Wie gesagt, man ist immer noch in der Projektphase. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Aber soweit wir das bis jetzt beurteilen können, sind alle kritischen Punkte inzwischen geklärt. Ja, so viel zum LOPAS. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gerne da für Fragen. Bitte. Sein Tool von der Swiss Association. Ich entwickle hobbymäßig auch an einer Android-App. Und eins der Fragen, die ich mir immer wieder stelle, ist: Macht es überhaupt Sinn für das Tablet-Format, die fast am Ende kommt? Weil ist das nicht schon gestorben? Ich habe vorhin gesagt, auf Ihrem Tablet, in diesem Zimmer habe ich nur ein gesegneten Tablet, vom Jahr waren es vermutlich 50%. Ist das Tablet-Format nicht nur eine Modeentscheidung, die schon wieder vorbei ist? Persönlich glaube ich Folgendes. Im Heimbereich sind Tablets Multimedia-Konsumgeräte. Wirklich irgendwas tun auf dem Tablet, produktive Arbeit auf den Tablets, wie wir sie heute verwenden, ohne Keyboards, ohne Maus und so, macht nicht wirklich Spaß. Also ich kenne niemanden, der da wirklich ernsthaft über eine reine Versuchsphase hinausgegangen ist. Ich selbst habe es auch probiert, im Business-Kontext einzusetzen, musste sagen, nein, vergiss es, oder? Funktioniert einfach nicht. Im Business-Kontext, glaube ich, wird das noch viel mehr kommen. Weil sie einfach spezialisierte Anwendungen haben, wo es wirklich Sinn macht, solche Sachen zu tun. Sie werden nie etwas haben mit sehr starker Datenerfassung, weil Datenerfassung auf Tablets einfach wirklich nicht optimal ist. Aber solche Sachen wie hier, oder spezielle Views auf Sachen, das denke ich wird kommen. Ich weiß auch von einer Applikation, die zum Beispiel in den Straßenverkehrsämtern eingesetzt wird für die Motorfahrzeugprüfung, wo wirklich dieser ganze Workflow durchkonzipiert ist und man relativ einfach diese Sachen machen kann. Dort bin ich überzeugt, sind wir noch lange nicht am Ende. Also ich würde da nicht Nein sagen, ich sage nur, das Problem ist ohne Test. Massenmarkt, Preisvorteil. Weil es, wenn man sich nur auf die geschäftlichen Applikationen verlässt, die wir jetzt immer geben, die hat es eben auch schon früher gegeben, das hat ja auch Tablet-ähnliche Formate eben schon sehr lange gegeben, die waren aber immer extrem teuer. Also den Preisvorteil hat man wirklich nur, wenn man ein paar Millionen dieser Geräte jedes Jahr verkaufen kann. Und man sieht ja auch, manchmal bei den Neuerscheinungen, dass eigentlich nicht die großen Hersteller so halb aus diesem Markt zurückgezogen haben, gerade Samsung. Zum Beispiel hat früher jedes Jahr zwei, drei Tablets neu angekündigt, jetzt haben sie zwei Jahre praktisch Pause gemacht. Ich bin nicht wahnsinnig sicher, was die Verkaufszahlen von Tablets betrifft. Deshalb würde ich jetzt hier keine Aussage machen wollen. Aber Sie haben natürlich recht, oder? Wenn die Verkäufer dort einbrechen, dann fällt der Preisvorteil weg. Ja, definitiv. Bitte? Ich glaube, das Internet der Dinge, das wird dazu führen, dass wir mehr von den Dingen sehen. Ich sehe jetzt schon in amerikanischen Haushalten die Tablets fest an der Wand montiert, als Controller für alle möglichen Sachen. Stereo, Multimedia und so weiter, ist viel einfacher als eine Konsole auf dem Tisch. Und ich glaube, dass sich einfach ein Repurposing ergeben wird. Aber ich glaube, dass die Tablets bleiben. Ja, ich denke eben so als Ersatz für klassische Embedded-Sachen, oder? Weil sie dann einfach, sie haben eben Standardtechnologie und die spricht mit Webservern. Bitte? Sie haben erwähnt, ein Nachteil von Android sei, dass man abhängig ist von den Herstellern, wenn ein Update vom System.
Haben Sie dann auch erwägt, so alternative Android zu verwenden wie CyanogenMod? Der geht ja nicht nur vom Hersteller Android. Das ist natürlich schon so. Ganz konkret, wie man sich das jetzt hier, ob man da auf diese Möglichkeit näher eingegangen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich denke, man hat das sicher im Hinterkopf. Allerdings neigen größere Firmen dazu, nicht eher auf Hersteller zu setzen in diesem Bereich oder und nicht unbedingt alternative Versionen zu verwenden. Obwohl ja gerade CyanogenMod mittlerweile auch von mehreren Herstellern unterstützt wird. Also dort wird sicher die nächsten Jahre wird sicher interessant sein zu sehen, was sich da noch passiert. Genau, die will man unter Umständen auch gar nicht. Bitte? Ein Kommentar und eine Frage zu diesen Raumsteuerungen, also AMX und Crestron, dort ist es schon seit etlichen Jahren, lösen die Tablets diese klassischen teuren proprietären Dinge ab. Also beispielsweise bei der Ferner Fachhochschule, die das ein mobiles Regie-Panel, das ein Ding ersetzt, das 5 oder 6 Mal so teuer wäre. Die ganze Raumsteuerung vorzunehmen. Und dann die Frage, die ich habe, ich weiß nicht, ob du es beantworten darfst, verwendet die BLS ein Mobile Device Management? Ja, das tut sie. SAP. Bitte? Wie viele Gerätetypen sind im Einsatz? Vielleicht noch von der Entwicklung, was ist das Potenzial jetzt bei BLS? Ich denke, da gibt es ganz viele neue Use Cases, die in Planung sind. Also Gerät will man eigentlich nur eines mal für den Anfang. Oder? Aber eben, da dort der Markt relativ schnell spielt, wird man sicher sich überlegen in Zukunft, ob man dann Nachfolgegeräte kaufen will. Aber im Moment spricht man von einem Gerät, zumindest mal für den Start. Und die zweite Frage. Also was für andere Apps habt ihr in der Planung für die Entwicklung? Weil ich denke, jetzt ist das Know-how aufgebaut. Mhm. Es gibt in einer BLS verschiedene Use Cases, die vielleicht interessant wären, um sie auf Portables zu bringen. Ich denke, das kommt im Moment erst so dieses Bewusstsein. Ich selber, also Puzzle ist ja vor allem im Business-Umfeld tätig, wir machen vor allem Fachapplikationen. Ich sehe im Moment eigentlich noch recht wenige Firmen, die sich wirklich ernsthafte Gedanken machen, Fachapplikationen auf Tablets zu bringen. Noch. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass da noch viel, viel mehr kommen wird. Aber ganz konkrete Sachen sind mir zurzeit eigentlich nicht bekannt. Es gibt natürlich da beim Lotpass gibt es schon noch ein paar Ideen, was man noch machen könnte, aber da geht es primär eigentlich darum, Unterlagen bereitzustellen. Reglemente, Handbücher und so weiter, die es noch braucht, weil die sind relativ umfangreich und ändern relativ häufig. Also sind und werden heute eigentlich wesentlich noch in Print verteilt. Daher ist sicher das Interesse da, dann andere Sachen zu machen. Bitte? Christian Dosli-Stadt. Ein Vorteil an Open Source ist ja immer die Kollaboration. BLS ist nicht der einzige Zugbetreiber in der Schweiz. Gibt es da auch schon Planungen oder Anfragen oder Interessen von anderen, mit anderen? Nicht, soweit ich wüsste. Ich weiß, die SBB hat auch so etwas, aber auf iPads. Aber ihr eigenes System? Eigenes System. Ja, ich habe eine Folgefrage. Die SBB verwendet auch SAP und zwar als Entwicklungsplattform. Was war denn für die BLS, wenn sie schon als Mobile Device Management SAP verwenden, der Treiber, um auf sowas zu setzen? Also ich finde das positiv. Aber kennst du die Entscheidungsgründe? Auf sowas? Was meinst du damit? Auf genau. Cordoba zu setzen. Es war schon eben einerseits die Portierbarkeit auf andere Plattformen und andererseits das Know-how, das man im Entwicklungsteam hatte. Man hat einfach zurzeit kein Know-how von zum Beispiel nativer Entwicklung in genügender Anzahl zur Verfügung gehabt. Beantwortet das deine Frage? Okay. Bitte? Bei den 4 Ansätzen sehe ich noch eine dazu, mit denen haben wir eine riesige gute Erfahrung gemacht. Das ist
einfach der Kern in einer Computersprache zu haben und dann beim Ding zu machen und dann nur die UI mit dem Native SDK zu entwickeln. Und dann hat man beide Vorteile, dass man nicht die Applikation neu entwickeln muss, keine neue Plattform, aber dafür die Vorteile von der Native SDK. Und warum haben wir so gemacht, dass wir eine gewisse schlechte Erfahrung mit Cordova gemacht haben? Rein theoretisch scheint es ein Traumwelt zu sein, aber in der Praxis, die Kompatibilität ist nie hundertprozentig garantiert, besonders alles, was mit der UI zu tun hat, mit so Feintuning, und wir haben extreme Probleme gehabt, und der Aufbau war so riesig. Und meine Frage wäre, haben Sie probiert, Ihre Applikation auf iOS zu portieren, und wenn ja, wie war es von der Usability? War es unterschiedlich als auf Android? Also der Punkt ist der, man bindet ja hier keine nativen UI-Komponenten ein, oder? Sondern man verwendet ja eigentlich eben HTML, CSS. Also das heißt, wenn du die Applikation auf ein iPad portierst und deployst und alles sauber läuft, dann sieht die eigentlich gleich aus. Man hat ja nicht die nativen Controls zur Verfügung. Das war's. Ja. Man hat, also nach meinem Wissen hat man es nicht probiert. So. Sonst noch Fragen? Dann vielen Dank.